Ja, komm, Michael Jackson, macht ihr da Moonwalk? Habt ihr das gesehen, ey? Preiswerte FIFA 17 Ultimate Team Münzen oder FIFA Points findet ihr bei unserem Sponsor Golda. Link in der Videobeschreibung. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zur ersten Folge der Serie Let's Kill. Ja, meine lieben Freunde, heute nach langer Zeit bringe ich endlich mal die erste Folge, denn so viele haben sich einfach diese Serie zurückgewünscht. Aber ich habe ja ein Video gemacht, wo ich euch erklärt habe, warum ich kein Let's Kill bringen kann. Es liegt unter anderem an der Verzögerung, dass alles nicht direkt reagiert. Aber ich habe mich heute trotzdem für euch rangesetzt und versucht, mein Bestes zu geben mit dem Account von Jeremias. Sein Kanal ist oben in der Beschreibung verlinkt. Er hat nämlich ein geiles Team hier mit Ronaldo und natürlich Thiago. Und auf der Auswechselbank können wir gleich noch Ben Arfa, Ribéry, Di Maria einwechseln. Dann haben wir 5-5-Sterne-Skiller, Leute. Und ja, würde ich sagen, starten wir direkt in unser erstes Spiel. Aber eins vorweg, ich bin gerade vom Geburtstag von meinem Vater gekommen. Heute haben wir Sonntag und deshalb kommt das Video leider etwas später online. Wir waren schön mit der Familie zusammen essen gewesen in Oberhausen. Das war echt ein richtig chilliger Abend. Und deshalb kommt das Video heute ein bisschen später. Tut mir leid, weil wir waren den ganzen Tag wirklich unterwegs gewesen. Und Geburtstag ist halt nur einmal im Jahr. Und dann würde ich sagen, Leute, starten wir so direkt. Aber genau, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie wir weiterhin fortgehen sollen mit dieser Serie. Ob ich sie fortsetzen soll oder ob ich es sein lassen soll, was ich genau machen kann, versuchen soll, mit Skills in die erste Liga zu kommen, aber dazu noch gleichzeitig Passkombinationen zu machen, weil nur mit Skills packt man das niemals, weil wenn ein Spieler richtig krass verteidigt, dann ist es auch mega schwer zu skillen, da kommt man vielleicht ein, zweimal durch, aber wenn man wirklich, sage ich mal, in einer höheren Liga spielt, dann ist das nicht so einfach, wie man denkt. Deshalb schreibt mal in die Kommentare, wie ihr am liebsten das haben wollt, wie ich die Serie fortsetzen soll. Und genau, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch freut, dass die Serie wieder zurück ist. Und ja, würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's. So, und da haben wir unseren ersten Gegner mit einer Bundesliga und italienischen Mannschaft in Kombination in der Mixi, oder was? So, da würde ich sagen, starten wir direkt und penetrieren unseren ersten Gegner bei Let's Kill. Jetzt haben wir Lewandowski, Schussfinde, spielt jetzt hier auf Ronaldo, der macht einen Job. Rabona Fake, Gegner kommt, Dragback Fake, Rabona Fake, Roulette, bleibt jetzt hier stehen, geht vorbei, Ronaldo! Oh! So, Franck Ribéry macht einen Roulette, Rabona Fake, Übersteiger, bleiben stehen. Eieieiei. Fuck, das ist verdammt eng hier beim Gegner, egal, jetzt kommen die Skills. Oioioi! Was macht er da? Was macht er da? Oioioi! Was ein Tor, muchas carambas, oioioi! Thiago, bleiben stehen, Gegner kommt. Scheiße, Alter. Massacration of Elevation Center ist am Start hier, oder was? Komm, Ribéry, ah, verliert den Ball. Egal, holt ihn sich zurück. Komm, Leute, jetzt mit Ansage-Tor. Gegner kommt, zack, zack. Oioioi, oioioi. Die Skills sind immer noch in meinem Blut, Leute, auch wenn ich lange nicht geskillt habe. Zack, Robin, nimmt sich den Ball um. Jetzt haben wir hier einen Robin. Zack, macht hier den Schussfinte. Robin, Schussfinte, Robin, Hacke. Ah. Jetzt haben wir Ronaldo, Scoop Turn, bleiben stehen, Übersteiger, Reverse Elastico, Rabona Fake, der macht die Skills aber immer noch richtig schnell. Komm her, Dragback Fake, oh, sehr stark, Freistoß kommt jetzt, oder wir behalten den Ball, Freistoß. Du meinst Thiago, der macht den zu 100% rein, Thiago! Das war natürlich ein Freistoß, mir fällen keine Worte ein. Komm, jetzt haben wir hier Ronaldo, Übersteiger, komm mal, Running Waka Waka, ah, wieso macht er den nicht, das meine ich mit verzögert. Da muss man sich erstmal noch umstellen, Leute, dass das alles minimal verzögert ist. Aber Ronaldo, der ist immer noch krank. Guckt euch das an, was der hier macht, Alter. Ich schwöre es euch, das ist einfach krank. Ja, komm, Ronaldo am Ball. Was macht der? Oioioi, und eine Volley, Alter. Eben ist Scharmut. Oh nein, komm an. Oh. Jetzt haben wir Ribéry. Guck mal, der Gegner kommt schon von hinten. Dann weiß man, dass man direkt diesen Skill machen kann. Dann kommt der nächste von da. Dann kann man den Skill machen, dann den. Dann kommt wieder ein Roulette hinterher und eine Ballrolle. Ja, es klappt einigermaßen mit dem Skill, Leute. Muss man schon sagen, es klappt einigermaßen. Aber der Gegner ist gerade auch nicht der Beste im Verteidigen. Das sieht er ja auch. Komm, es geht direkt weiter jetzt. Zack. Oioioi, oioioi. Ah, Mann, nein. Das macht richtig Bock, wenn man auch mal diese Trickpässe mit einbezieht. Und Leute, ein Tor geht hier noch. Robin, von dem haben wir heute noch gar nichts gesehen. Hacke zu Hacke. Hacke zu Hacke. Und jetzt kommt der Spin hinterher. Der denkt, ich mach den nochmal. Da muss man immer drauf aufpassen, Leute. Komm, jetzt Thiago hier. Mach was. Zack, bleib mal stehen. Oh, fuck, wie eng das hier ist. Aber der behält die Kontrolle, Leute. Der behält die Kontrolle. Eieieiei. Was machen wir denn jetzt, Leute? Komm. Polassi-Flick und dann eine direkte Seitfalls hier. Freistoß. Ey, Schiri. Nein. Ja, Leute, wir gewinnen unser erstes Spiel hier mit 1-0. Ich fand, für den Auftakt war das mal gar nicht so schlecht an Skills. Also, ich habe wirklich noch nie versucht, jetzt hier so richtig zu skillen. Und heute im Spiel habe ich das einfach mal versucht und es ging eigentlich klar. Ich würde sagen, machen wir auf jeden Fall noch ein zweites Spiel hier und gucken mal, was da so gehen wird. So, und den zweiten Gegner haben wir jetzt auch am Start mit einer Barclays Premier League Team Mannschaft. Fünferkette. Eieiei, das kann ja was werden. Walker, Mané, Musa im Sturm, die drei Pace-Noten, aber egal. Wir zerstören jetzt mit den Skills. Ab geht's! Jetzt haben wir Ronaldo, Übersteiger, Running, Waka Waka. Der ist am Start, der Running Waka Waka. Aber der Gegner ist schon
ganz anders in der Abwehr als der von gerade. Das merkt man sofort. Zack, wir gehen vorbei. Ronaldo, probier's da mit dem Distanzschuss. Komm, Thiago, jetzt mach mal was. Zack. Oh, ich liebe diesen Skill, ne? Wenn der einmal ankommt. Aber der ist manchmal schwierig in der Ausführung, muss man wirklich zugeben. Eieiei, Musa, 1-0 für den Gegner. Egal, wir kommen noch zurück. Ne, der da wieder durchkam. Habt ihr das gesehen, Leute? Wieder da wieder durchkommen. So, Ronaldo, guck mal, nur jetzt der Roulette, okay? Roulette. Warte, der nächste Gegner kommt. Roulette, okay, der ist vorbeigegangen. Wrestlastico geht auch mal. Roulette und dann BAM, Junge! Ah, da ist aber das... Ante, wo ist der Anschlusstreffer? Ah, der kann sehr gut kommen, der kann sehr, sehr gut kommen. Der kann sehr gut kommen und er geht an den Pfosten, Mann. Das kann doch nicht sein, ey. Egal, Ribéry ist hier am Ball. Komm, wir holen locker jetzt einen Elfmeter raus. Ich wette meinen Arsch darauf, weil ich werde jetzt so viele Kombis hintereinander machen, dass er gar nicht hinterherkommen wird. 100%. Zack, waka, waka. Der holt noch den Ball. Ah, der steht gut in der Abwehr, Leute. Das muss man zugeben. Oi, 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 oi. Komm, Junge. Ai, 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 ai. Bring die Rabona-Flanke oder so. Oh, der, ja, der ist drin. Anschlusstreffer, Leute. Hab ich's doch gesagt. Komm, Freunde, jetzt nur der Roulette, okay? Oder auch mal der andere Trick, wieder der Roulette, oder der andere Trick, Roulette, oder wieder Roulette, aber falsche Richtung, das kann nicht sein, ich wollte den eigentlich nach oben, da wäre ich durch. Komm Leute, bei solchen Spielen gibt es mal Passen und Skills in Kombination, Alter, das ist, glaube ich, das beste Experiment, was man machen kann. Zack, komm her, kriegt den Running Walker, oder schade, hat der klappen können. Egal, der hat noch den Ball, ah, hat er noch, der Thiago, Alter, der kämpft sich da durch, die Maria, aber der Gegner... Der steht schon gut in der Abwehr, das muss man wirklich zugeben, Leute. Aber egal, komm, Leute, ich lass den Clip noch laufen, weil ich weiß, wir machen jetzt ein Tor, okay? Zack. Ronaldo geht nochmal unten. Ronaldo jetzt hier mit dem Ballrollflick, Rabona-Flick. Und jetzt bitte mach den Chessflick, bitte mach ihn doch. Warum macht er nicht den Chessflick? Das wäre so krass gewesen, Mann. Komm, Leute, jetzt hier Ribéry, mach was, Brudi. Der Gegner kommt, flicken wir uns zurück, haben wir zwei vernascht. Der andere kommt wieder von unten, kriegt einen Megidi-Spin. Rabona-Flick, zack, Reverse-Elastico, sind wir durch. Komm, die Maria, zieh durch, oder wer ist es, wer ist es? Wer ist es, Junge? Ah, wo soll man hinpassen? Komm, Freunde, jetzt nochmal zum Schluss eine schöne Passstaffette. Die kommt sogar an, die kommt sogar an. Nein, ey, Leute, wir brauchen das Tor hier. Komm, jetzt machen wir mal richtig Druck bei dem. Jetzt tun wir so, als ob das Foot Champions wäre hier. Zack, zack, Kombination hier auf Elevoni. Robin nochmal oben mit dem Scoop-Tempass. Alter, das geht hier viel zu schnell. Und jetzt haben wir hier Ribéry, Alter. Jetzt muss man eine geile Passstaffette. Ja, jetzt hier Ben Arfa. Schussfinte, Chop. Wir bleiben stehen, gehen vorbei. Ben Arfa mit dem Rabona-Schuss. Habt ihr das gesehen? Die Maria weiter, jetzt zack, Ballrollflick, Scoop-Turn, sehr stark, die Maria geht vorbei mit dem Lupfer und BAM, Junge! Komm jetzt hier, Thiago, bitte enttäusch mich nicht, Brudi, Übersteiger, bleib mal stehen, ah, fuck man, wie eng das hier ist, Thiago, Thiago, oh, Leute! Komm Leute, letzter Angriff hier, jetzt wieder mit Ansage, komm! Jetzt kommen die Passstaffetten zusammen mit den Skills, eieiei, wie eng das hier bei dem ist, ne? Das ist nicht mehr normal, Robin auf Ronaldo, die Kombination, aber der kommt hier nicht durch, Leute, der Gegner klärt schon den Ball weg, weil er weiß, er hat keine Chance mehr. Aber wir müssen noch den Ausgleichstreffer hier erzielen. Aber ich weiß nicht wie, Leute. Ich weiß nicht wie. Vielleicht mit diesem kleinen Glückspass, den wir gerade hier hatten. Jetzt kombinieren wir weiter. Ey, leck mir doch die Eier, Alter. Leck mir doch die Eier. Goal! Das gibt's nicht. Der Schiri pfeift ab, Leute. Wir verlieren das Spiel hier mit 2-1. Aber wir waren auf jeden Fall Sieger der Herzen, würde ich sagen. Wir hatten ein paar krasse Aktionen gehabt. Das muss man wirklich zugeben hier, Leute. Ja, Freunde. Und damit war's das jetzt ja auch von der ersten Folge Let's Skill. Ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, warum hat er immer sein Oberteil gewechselt. Ja, ich war beim Geburtstag meines Vaters gewesen und da bin ich jetzt gerade hergekommen. Deshalb habe ich jetzt noch dieses Oberteil an und nicht den Schlafanzug. Also ich gehe nicht mit dem Schlafanzug Geburtstag gefeiert. Nein, nein, ich habe den schon ziemlich oft zu Hause an. Natürlich wechsle ich den auch ab und zu. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich hätte nicht gedacht, dass wir eigentlich so gut klarkommen. Wir kamen teilweise echt gut klar, aber man muss wirklich im Voraus denken. Man muss sehr, sehr früh die Kombination machen, damit ihr das auch macht. Und das ist wirklich schwer, aber man kann sich versuchen, dran zu gewöhnen. Deshalb lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch die erste Folge gefallen hat. Würde mich selber 20.000 Likes freuen und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, wie wir weiterhin fortgehen sollen. Ob wir daraus eine Serie machen sollen, ob ich Turniere damit spielen soll oder was weiß ich, was auch immer ihr wollt. Weil damals kam immer Let's Skill in die erste Liga. Da waren wir nach einem halben Jahr immer noch in Liga 8, aber egal. Aber ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Ich werde mir alles durchlesen, Leute. Dann würde ich sagen, euer Öni ist raus. Macht's gut. Check Instagram, Snapchat, meinen Zweitkanal ab. Und Golda, falls ihr Coins oder FIFA-Points benötigt. Ich bin raus. Haut rein und ciao.